Düsseldorf. Geil. Richtig schön hier. Hier lässt es sich gut leben. Das ist mein Deutschland. Ein paar Weiber anmachen. Läuft. Eine Umweltaktivistin beschäftigt gerade die Justiz. Es handelt sich nämlich um eine transsexuelle Klimakleberin. Für ihre Aktion in Berlin wurde Penelope Frank bereits zu einer Haftstrafe verurteilt. Sie will aber partout nicht in ein Männergefängnis, sondern in einen Frauenknast. Allerdings fand die geschlechtsangleichende Operation noch nicht statt. Ihr Transstatus ist hingegen aber anerkannt. Und in der Hauptstadt ist es bereits möglich, selbst zu entscheiden, in welchem Gefängnis die Strafe verbüßt wird. Hier klebt Penelope Frank, Mitglied der letzten Generation und als Mann geborene Transfrau. Im November hatte sie sich mit anderen Klimaklebern illegal Zugang zu einem Rollfeld des Hauptstadtflughafens BER verschafft. Nun droht ihr eine Haftstrafe. Die müsste sie wohl in einem Männergefängnis absitzen. Doch dort befürchtet sie transfeindliche Übergriffe. Ich habe enorme Angst davor, als Transfrau in eine JVA für Männer zu kommen. Ohne eine Freundin an meiner Seite würde ich daran wahrscheinlich kaputt gehen, schreibt die Klimakleberin auf der Crowdfunding-Plattform GoFundMe und bittet um Spenden. Unter anderem für eine Geschlechtsumwandlung und Gerichtskosten. Biologisch und auf dem Papier ist Penelope Frank noch ein Mann. Wie also würde man entscheiden, in welchem Gefängnis die Transfrau landet? Vom Vollzugsplan her ist es so, die biologischen Männer kommen ins Männergefängnis, die biologischen Frauen kommen ins Frauengefängnis. Ob dann im Einzelfall Abweichungen gemacht werden, das ist eine Ermessensentscheidung der Strafvollstreckungsbehörden, in dem Fall der Staatsanwaltschaft. Die muss dann zwischen verschiedenen Bedenken abwägen. Bei der Union darf Penelope Frank jedenfalls nicht auf allzu viel Verständnis hoffen. Es geht eben nicht nur um die Sicherheit und um das Gefühl dieser einen Transfrau, sondern es geht um das Gefühl und die Sicherheit aller Insassen. Was ich auch ganz wichtig finde, man sollte vielleicht, bevor man eine Straftat begeht, und in ihrem Fall ist das ja sehr bewusst erfolgt, sich auch der Konsequenzen, die in ihrem Fall ja speziell sind, bewusst machen. Wir haben Wohnungsprobleme in Deutschland. Dann gibt es jetzt verschiedene Stimmen, das ist nicht nur eine einzige Stimme, sondern mehrere. Und einmal hier von einem Professor, die geäußert werden, dass man nämlich hingehen sollte und sollte alte Leute, die jetzt nicht mehr so viel Wohnraum benötigen, zumindest wer das auch immer entscheidet, ob man viel Wohnraum benötigt oder nicht, rausgehen aus den Wohnungen, / aus den Häusern, die sie nun mal bewohnen. Und dafür sollten dann Familien, die mehr Platz benötigen, einziehen. Dann heißt es hier, One-Stop-Shop zur Wohnungsvermittlung, Förderprogramm zur Teilung von Wohnungen, Häusern. Und das ist auch der Knaller, dieser Begriff. Ein Förderprogramm zur Teilung von Wohnungen. Wie soll ich mir das vorstellen? Ich wohne jetzt hier in meiner Wohnung mit meiner Freundin und jetzt wird hier zusätzlich noch eine Trockenwand eingezogen und dann wird jetzt hier irgendjemand reinziehen, den ich vielleicht gar nicht persönlich kenne oder sonst was. Der wird dann von der Regierung ausgewählt, was weiß ich, mit dem teile ich mir das Bad und die Küche oder wie soll ich mir das vorstellen? Aber es geht noch weiter. Änderung des Bauplanungsrechts, progressive Grundsteuer für Wohnfläche pro Person am Erstwohnsitz. Ne? Man kann es natürlich, wenn man es über ein Gesetz nicht schafft, insofern hinzugehen, dass man die Leute davon überzeugt, dass das nicht attraktiv ist, dann macht man es halt schlussendlich über eine Steuer, dass es so unbezahlbar wird, dass du halt eine Strafsteuer zahlst oder ähnliches. So zum Beispiel, du hast den einen oder anderen Raum noch frei, dann bezahlst du was, denn das kommt gleich. Einführung einer mengenprogressiven Wohnflächensteuer pro Kopf am Erstwohnsitz. Ne? Gleicher Bereich hier, progressive Wohnsteuer. Ein ganz, ganz dubioses Thema, was hier vorgeschlagen wird. Und dann sind wir nämlich bei dem letzten Punkt, Besteuerung der Luxusnutzung von Wohnraum. Und das ist eigentlich mein Lieblingsvorschlag, der hier drin ist, wenn man das mal so hier ansprechen darf. Denn stellt euch jetzt mal vor, was soll das bedeuten? Ja, der Olli hat jetzt zum Beispiel ein Zimmer, da steht ein Billardtisch drin, weil ich das so als Hobby habe. Ja, ich spiele ab und zu gerne Billard, ich habe leider keinen Billardtisch, ich habe auch kein Billardzimmer. Und nehmen wir an, ich hätte den jetzt. So, und dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es dann heißt, ja, der Raum hat 25 Quadratmeter. Normalerweise könnte man der Untermieter jemanden einziehen lassen beim Olli. Der sagt aber, nee, nee, der will das nicht. Okay, was kosten denn die 25 Quadratmeter in dem Wohnort, wo der Olli wohnt? So
bei einer anderen Wohnung. Okay, die liegen dann bei, ich sage jetzt einfach mal 500 Euro oder von mir aus auch 300 Euro. Dann muss der Olli 300 Euro Luxusnutzung als Steuer bezahlen. Gerne nochmal zurückzukommen auf diesen Artikel vom Anfang hier, nämlich um den Wirtschaftsprofessor Steffen Sebastian, so heißt der Herr. Und der ist nämlich von der Uni Regensburg. Und dann heißt es nämlich hier, Zitat, der Ansatz, den das Forscherteam des Immobilieninstituts IREBS der Uni Regensburg um Sebastian vorgelegt hat, ist daher viel radikaler. Jetzt kommt's. Er sieht einen kompletten Systemwechsel vor. Weg vom Schutz günstiger Mieten hin zum Wohngeld für sehr viel mehr Menschen als bisher. Durch zumindest annähernd marktgerechte Mieten sollen Menschen motiviert werden, sich mit weniger Fläche zu begnügen. In Berlin hat ein Kirchenstift offenbar über 100 pflegebedürftigen Senioren den Heimplatz gekündigt. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen nach Jahren raus. Der Grund, dort sollen in naher Zukunft Flüchtlinge untergebracht werden. Denn genau das könnte wegen öffentlicher Zuschüsse viel mehr Geld einbringen als die Altenpflege. Die Verzweiflung bei den Senioren und ihren Angehörigen ist natürlich riesig. Wird ein Altenpflegeheim im Stadtteil Neukölln geschlossen. Die Diakonie, der das Altenheim gehört, begründete dies mit dem Zustand des Altbaus, der nicht mehr dem zeitgemäßen Standard moderner Pflegeeinrichtungen entspreche. Die Diakonie wirft die pflegebedürftigen Bewohner hinaus und jetzt wird das Gebäude in ein Asylbewerberheim umgebaut. Rund 700.000 Euro werden als Kosten genannt. Die Hälfte bezahlt das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten, die andere Hälfte der Investor. Für den das Geschäft des Lebens. Auf mindestens 10 Jahre soll das Gebäude für eine monatliche Netto-Kaltmiete von 137.500 Euro vom Landesamt angemietet werden. Pflegebedürftige alte Menschen raus, Asylbewerber rein. Peter Hane, das ist ja nicht das erste Mal, dass ausgerechnet die Kirche alte und Pflegebedürftige vor die Tür setzt und eine diakonische Einrichtung zum Asylantenheim gemacht wird. Nein, ganz und gar nicht, lieber Holger Douglas. Zu Jahresanfang gab's ja das hier in Berlin schon mal. Und dann immer das alte Lied. Man findet irgendwelche Ausreden für die vertriebenen Senioren. Der Staat sucht ja händeringend Wohnraum für Flüchtlinge. Allein in Berlin, man überlege sich das mal, in der ersten Jahreshälfte 8.000 Asylbewerber und 7.000 Ukrainer. Und ein Flüchtlingsheim ist die reinste Gelddruckmaschine. Immer mehr Hotels, auch hier in Berlin, der gehobenen Klasse, bereits Asylantenheime. Jetzt sogar ein Kreuzfahrtschiff, das gerade in Hamburg ankert, mit Fitness- und Wellness-Einrichtungen und allen Schikanen. Alle 220 Seeleute wurden entlassen und jetzt kann man richtig Kohle machen. Genauso auch hier in dem kirchlichen Heim in Berlin, das inzwischen einen neuen Besitzer hat. 137.500 Euro monatlich Miete bekommen die. Man muss sich diese Summe einfach mal vorstellen. Und der Clou, das Heim sei wegen Baufälligkeit aufgegeben worden, wird den Senioren jetzt gesagt. Ja, aber komisch, plötzlich sprudeln 700.000 Euro aus der Staatskasse, um das Haus für die Flüchtlinge zu sanieren. Da stimmt doch was nicht. Das heißt ja, dass ausgerechnet die Kirche für die eigenen pflegebedürftigen Mitglieder kein Geld hat, aber für ein Heim, mit dem man richtig Geld machen kann, schon. Da müsste es doch einen Aufschrei geben. Ja, leider nicht. In der Berliner Presse nur Wohlwollen oder Schweigen. Ein Zeitungskollege hat mir anvertraut, wir wollen doch keine Werbung für die AfD machen. Das ist doch unfassbar, dass Nachrichten einfach unterdrückt werden. Tatsache ist, immer mehr Altenheime werden zugunsten von Flüchtlingen geschlossen. In seiner Not zahlt der Staat ja Luxusmieten. Kein Land, lieber Holger Douglas, behandelt die Senioren so wie Deutschland. Gerade Linke und Kirchenleute, die berufen sich ja gerne auf Nelson Mandela. Und der hat mal gesagt, die Humanität einer Gesellschaft erkennt man an ihrem Umgang mit ungeborenen und pflegebedürftigen Leben. Und da kann man sich doch nur noch schämen für Deutschland. Also um es mal klar zu sagen, die Kirchen holen mit ihren Mittelmeerschiffen die Flüchtlinge her.
Die schmeißen Pflegebedürftige aus ihrer gewohnten Umgebung, was ja seelische Grausamkeit ist, um dann ihre Immobilien an den Staat zu verhökern für Luxusmieten. Das ist einfach unfassbar. Und das Schlimme, das sind keine Einzelfälle. Ich kann nur sagen, so viel Heuchelei und so viel Herzlosigkeit muss man lange suchen. Und das ausgerechnet bei der Kirche. Und das lässt einen schon sehr sprachlos zurück. Vielen Dank. Anfang der Story. So, ihr wisst, dass die Lokalpolitik also mich, / mein Motorradclub, überall in Anführungsstrichen weggeekelt hat. Und dann haben wir uns also als Vierertruppe, alles männlich gelesene Personen, zusammengetan, um als Männer-WG, offen natürlich für Queer und Trans, uns ein Eigenheim zu kaufen, um dort eben als Männer-WG unsere Ruhe zu haben und uns ab und zu mal als Motorradclub auch dort drin treffen zu können. Aber nicht im besten Deutschland, das es jemals gab. Denn die Stadt Blomberg möchte jetzt ihr Vorkaufsrecht geltend machen, um, man höre und staune, dort ein Flüchtlingsheim zu eröffnen. Los geht's. Freunde, das, was ich euch jetzt erzähle, ist also wirklich die Realität und beweist, wie gefährlich es in Deutschland für den normalen Deutschen geworden ist. Im Hintergrund seht ihr das Wohnhaus, das ich mit einigen anderen fleißigen Steuerzahlern gekauft habe, wo unser Motorradclub sich gelegentlich drin trifft. Ihr wisst, dass wir überall in Anführungsstrichen weggeekelt wurden durch rot-grüne Lokalpolitik. Nun haben wir hier ein schönes Haus gefunden, was einem langjährigen Freund von mir gehörte, der es uns verkauft hat und der auch noch ein langes Wohnrecht besitzt in Zukunft. Und jetzt kommt die Stadt Blomberg und will ihr Vorkaufsrecht ausüben und haltet euch fest, um hier ein Flüchtlingsheim zu errichten. Ihr glaubt das nicht? Ich eigentlich auch nicht, aber es ist die Realität. Jetzt gleich werde ich deshalb auf eine öffentliche Ratssitzung oder whatever nach Blomberg fahren, mich zurücklehnen und einfach erstmal nur die Show genießen. Ja, gesagt, getan. Hier seht ihr den Papa schon vor dem Sitzungssaal. Stadt Blomberg, Herr Bürgermeister, Einladung. Ne? Also Beginn mit dem nicht öffentlichen Teil, 18.30 Uhr, da muss man dann warten. Und hier kann man schon mal sehen, Ausübung des Vorkaufrechts zum Erwerb einer Immobilie zur Schaffung von Sammelunterkünften, sprich Flüchtlingsheim und Begegnungsstätten. Toll. Und darunter gleich der Punkt Beratung und Beschlussfassung über die Aufnahme von Kaufpreisverhandlungen zur Übernahme von Bestandsgebäuden zur Unterbringung von Flüchtlingen. Ne, was anderes zählt gar nicht mehr für die. Klasse, ich find's gut. Hier ein Blick schon mal in den noch leeren Saal. Ne, der wird sich noch füllen. Und hier, ne, also kleiner Kritikpunkt, zuhörende Sternchen in. Ne, da vergessen. Ne, ich habe das mal mitgenommen. Ne, ist das jetzt Diebstahl? Oh Gott. Und hier ist dieser Einladungsbogen. Ne, und ja, jetzt gleich geht das los. Hier noch ein Pluspunkt. Ich als imaginäre Transsexuelle habe mich dort sicher gefühlt in den Räumlichkeiten, denn in unseren Räumlichkeiten gilt daher Null Toleranz bei Gewalt und das ist sogar auch in Arabisch dort ausgehangen worden. Klasse. Kleiner Negativpunkt hier unten. Gedenken 1914 bis 1918 und 39 bis 45 deutschen Soldaten. Das ist rechtsradikal. Fettes Double Dislike. So, Freunde, die Ratssitzung hat begonnen, aber das ist jetzt erstmal der nicht öffentliche Teil. Wir warten jetzt mal, um dann natürlich gleich in den Öffentlichen motiviert hineinzustoßen. Ja, kleiner Spoiler, weil man konnte so gut wie alles durch die Tür hören. Also, man ist sich durchaus im Klaren, dass man ganz, 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 ganz schlechte Chancen vor einem Verwaltungsgericht haben würde. Aber, klasse, man will den Rechtsweg also höchstwahrscheinlich doch gegen uns gehen. Ja, dann mal los! Diese bekackten Amateure!